Bei mir sitzen jetzt vier Uniformierte und haben ganz gespannt auf die. Es sind nicht 90 Schnelldurchläufe, glaube ich, waren es noch nicht. Es sind 9 Sendungen, ich glaube, pro Sendung 3. Da haben wir 27, also vielleicht gehen wir noch 3 dazu, 30. Miriam, also so viel ist es nicht. Jetzt für diese Uniformierten ist es aber nicht jetzt stillgestanden oder still sitzen. Jetzt heißt es antreten zum Jitterbug. Das ist ein Tanz aus, aus der Zeit des Swing. Also, gehen wir. Abtreten. Yes. Wir waren natürlich auch beim Training der Vier mit dabei. Und das war auch sehr spannend, weil sowas gab es ja noch nie. Und wir haben entdeckt, dass wenn auf einmal vier Menschen gemeinsam tanzen, tun sich völlig neue Möglichkeiten auf. Super. Ich muss sagen, ich bin sehr gefreut, dass ich mit der Lisbeth das machen darf. Ich hoffe, ich glaube, du auch. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Ich finde es lustig, mit Marco zu tanzen. Was hast du jetzt gemacht? Bist du deppert? Ich schaue wieder, dass ich mich so raufstehe. Wir haben zuerst sogar mal abgecheckt, wo sind denn die Stärken unserer Partner und was kann man da so rausholen. Die Hebung ist schon das erste gemeinsame Projekt von uns. Na, ursprünglich wollten wir ja, dass das der Marco mit der Lisbeth macht. Komm her. Lisbeth, komm her. Sorry. Lisbeth. Also eigentlich wollte man, dass die Lisbeth das mit Marco macht. Aber ich habe überhaupt keine Angst mehr. Das finde ich sensationell. Ich mache einfach. Das heißt, du machst dann Salto rückwärts, okay, mache ich das halt. Das Hauptvertrauen hat natürlich schon mein Gerhard, ja, weil der hat mich ja schon aus ganz brenzligen Situationen gerettet. Hast du drunter was an? Ja, das geht schon. Aber natürlich Maria und Marco, zu wissen, dass die auch noch da sind und einen auffangen, ist ein gutes Gefühl. Es ist wirklich nicht so ohne. Das muss man erst einmal nachmachen. Ah, er fürchte das fertig. Also ich habe mir auch ein bisschen in die Hosen gemacht, aber der Gerhard, dem vertraue ich, das ist so ein Gerät. Marco, ich muss da sagen, es tut mir gerade ein bisschen gut. Grundsätzlich ist das Teamgefühl ganz groß. Also wir schauen, dass man das nicht nur ihr einen Salto macht, sondern genauso auch die Lisbeth und genauso auch der Marco. Ja, Salto mit. Maria. Salto mit. Marco. Salto mit Lisbeth. Nein, das ist super schön, gemacht. Das muss man sich erst einmal trauen, mal so ein Rückwärtssalto und so. Deswegen ist man ja ein Team, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ja, auslassen. Ja. Paar 04, Marco Angelini und Maria Sandner und Paar 10, Lisbeth Bischoff und Gerhard Ecker tanzen einen Jitterbug. Konkurrenten für einen Tanz dann doch Verbündete.
Und ich glaube, es hat wirklich allen beim Training und heute Abend auch, haben so viel Spaß bei diesem Doppelpack. Und ich glaube auch noch mehr als im Einzeltanz jetzt gerade, ihr strahlt alle so. Die Lisbeth, die wechselt die Männer auf der Tanzfläche wie die Queen die Hüte, da kennt sie nichts. Ja, spannende Outfits. Beige ist das neue Bunt in fröhlichen Frühlingsfarben. Wobei, zur Erklärung, ihr steht stellvertretend für die GIs, die den Jitterbug ja nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nach Europa gebracht haben. Wir wollen uns ein paar Sachen noch einmal in Slow-Mo anschauen, weil ich großer Fan von Lisbeths Hebefiguren bin, vor allem, wenn sie in Zeitlupe ablaufen. Wir schauen uns das noch einmal an, weil ich dann immer so stolz bin, dass du die überwindest und das alles hinkriegst. Da werden die Haxen geschmissen, salutiert und juhu! Wow, Lisbeth! Ja, damit du nicht weißt, es ist so cool. Ja. Und die Männer haben wir auch noch. Sollen wir die uns auch noch anschauen? Ja, die Männer schauen wir uns auch noch an. Nicht nur die Lisbeth. Kurt Bongratz hat das alles vorbereitet. Und? Super! Jawohl. Mit viel Schmiss in die ganze Geschichte rein. Schön, dass es euch so viel Spaß gemacht hat. Uns auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die Jury. Es werden alle vier uns jetzt kurz sagen, wie es ihnen gefallen hat. Und wir fangen beim Thomas an. Also ich glaube, der war maßgeschneidert, der Tanz für diese Gruppe. Mit so viel Schwung und Spaß und wie das war, noch kein anderer Tanz hat derart gut zusammengepasst hier. Und es war ja nicht nur dieses, teilweise heißt es ja Gehüpfe, crazy, jumping around und so weiter, ist ja schon seit 1939 übrigens dieser Jitterbug deswegen so berühmt geworden, weil er ja damals auch in Folge der Prohibition The Jitters heißt ja besoffen sein, das sich dort auch entwickelt hat. Was mir auch aufgefallen ist, sind sogar ganz tolle Schritte aus dem Charleston gewesen. Gratuliere. Danke, Thomas. Ja. Nicole. Also mir hat vor allem euer Teamgeist so super gefallen, weil ihr wart ein super Team, ihr habt allen einander geholfen, immer geschaut, wo die anderen sind und das finde ich super. Die Saltos, die waren toll und vor allem bei dir, Lisbeth, am Schluss so, yeah. Ja, sie war selber so froh, gell? Als der Salto vorbei war, so das haben wir vorher bei der Zeitlupe gesehen. Und das war echt cool und ich muss sagen, ich fand es auch super, dass du, Marco, mit der Lisbeth getanzt haben, da ziemlich ein langes Stück. Ich fand das super von den Profis, dass sie auch die Promis habt scheinen lassen und echt cool. Danke, so, Nicole. Bollasch. Fällt mir ein, dass ich nicht beim Militär war. Ich habe was versäumt. Das solltest du nachholen, jetzt sofort. Ja, jetzt ist Ungarn auch schon bei NATO dabei, es ist nicht mehr möglich. Warum spielst du eigentlich mit dem Ansatztafel? Also, jeder hat sein Spielzeugholz. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Ich war eigentlich positiv überrascht von der Darbietung. Es ist sicherlich nicht leicht. Amateure mit Profis zusammen, verschiedene Altersklassen, schnelle Tanz, akrobatische Elemente und so weiter, alles in einem zusammen zu schmelzen. Es ist euch recht gut gelungen, muss ich, wenn ich hätte, den Hut heben. Danke, Bollasch. Hannes. Es hat sehr viel Spaß gemacht zuzusehen. Show-Effekt, okay, die ganze Mannschaftsleistung war imponierend. Und Frau Bischof, so locker habe ich Sie noch nie gesehen. Bleiben Sie weiter so, es zwei geht Männer aufwärts. Ja. Danke an die Jury, danke euch. Ihr bekommt Punkte. Die Punkte gehen einfach aufs Konto von beiden Paaren dann. Ab nach draußen. Ja. Danke. Eben bereits erklärt, die Punkte, die Jury jetzt gibt, bekommen einfach beide Paare. Anrufen können Sie aber auch natürlich separat für Ihre Favoriten. Entweder für Marco und Maria 09010 59 0904 oder allerdings für Lisbeth und Gerhard. Da ist es dann die 09010 59 0910. Yeah! Kommst du zu mir. Lisbeth, bitte. Bitte, zum Reisen. Ja, große Komplimente. Ja. Lisbeth, hallo. Von der Royal Expertin zur Royal Air Force praktisch. Also. Und es macht euch Spaß, ja, im Team. Es ist was anderes, oder? Ja, super. Es ist perfekt. Also, wie wir uns so als Team so gekriegt haben, am Anfang haben wir uns gedacht, ja, aber wir haben uns wirklich zusammengerauft. Das ist eine tolle Teamleistung. Wir haben immer zusammengehalten.
Und Lisbeth, ich glaube, wir sind froh. Ja. Super. Super. Wie ist es, wenn man jetzt, so, jetzt seit Wochen immer mit dem gleichen Partner tanzt und jetzt auf einmal gibt es andere Partner, mit denen man tanzen muss? Ist eine große Umstellung, ist eine Freude, eine Erleichterung? Ich war so eifersüchtig. Du warst eifersüchtig? Aber nicht auf die Maria. Na, dass der Gerhard mit dem Marco da so viel übt. Ja. Auch eine neue Erfahrung. Aber wir haben das gut hinbekommen, oder? Ja. Super. Aber das war nur kurz. Sehr zufrieden. Nichts Langes. Wie ist es bei der Choreografie jetzt? Viel diskutiert worden? Oder? Naja, es war so, dass die Maria und der Gerhard gekommen sind und Vorschläge gebracht haben und uns mitreden haben lassen. Genau, also muss man wirklich ein Riesenkompliment machen. Ihr habt es super gemacht und habt uns auch das Vertrauen geschenkt, dass wir zwar miteinander tanzen. Ja. Für euren Teil habt ihr gemacht. Ich meine, und das war eure Leistung. Wir haben auch noch mit choreografiert, also uns ist auch ein bisschen was eingefallen. Nein, nämlich? Ja, Schluss, oder? Der Schluss zum Beispiel, also gewisse Posen und unser Anzelteil, wo wir allein tanzt haben, den haben wir komplett selbst gemacht. Das war, glaube ich, ein ganzer Achter. Weißt du, was mir vorkommt? Ich bin schon wieder in der Interviewhaltung. Sprich! So, jetzt die Punkte, ja, die ihr jetzt bekommt, das kriegen ja, die Punkte kriegen ja beide Paare. Und wir sind schon sehr gespannt auf die Punkte. Bitteschön. Thomas. 7. Ja, 7 ist gut, oder? Nicole. Ja. 8. Ja! Bolasch. 6. Okay, immerhin. Und Hannes. 8. Ja! Also, beide Paare bekommen 29 Punkte gut geschrieben. Freude! Ja, Wahnsinn, oder? Hey, Lisbeth. So. Ich hab gesagt, mit dem hat man auch. Nicht nur am Tanzen, sondern am Griff.